Auf dem Areal der ehemaligen Kammfabrik Mümliswil wird umgebaut. Wo einst Kämme gesägt und Kunststoff gepresst wurde, soll ein moderner Industriepark entstehen. Mitten durch die Mauerschichten von 150 Jahren wird ein neuer Warenlift eingezogen. Zwei Bauarbeiter werden dabei eine überraschende Entdeckung machen. Eben, als wir die Sachen abgespitzt haben, haben wir in einem Pfeiler so eine Blechkiste gefunden. Am Anfang haben wir nicht viel gedacht dabei. Kleise wie ganz viel dort unten. Dann hat man die Kiste auf die Seite hier. Und später, Moment, haben wir eigentlich gemerkt, dass das etwas anscheinend etwas Spezielles ist. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die beiden nicht, was in diesem Blechkasten ans Tageslicht befördert wurde. Die Urkunde zur Grundsteinlegung der neuen Kammfabrik von Otto Walter Obrecht. An der Stelle, wo dieses Gebäude steht, befand sich bis zum Jahre 1869 die alte Papiermühle. An den gleichen Platz baute Herr August Walter von Rohr die Kammfabrik. Am 30. September 1915 brach im Hauptgebäude infolge Zelluloidenzündung ein Brand aus, durch den es vernichtet wurde. 32 treue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verloren dabei ihr Leben. Unser Schmerz hierüber lässt sich nicht in Worten ausdrücken. Wenn auch dieses furchtbare Unglück schwer auf alle Gemüter drückt und obgleich ganz Europa seit 15,5 Monaten unter sich im größten Kriege steht, den die Welt bis jetzt erlebt hat, so musste gleichwohl unverzüglich der Wiederaufbau der Fabrik an die Hand genommen werden. Heute wird diese Urkunde zum Grundstein gelegt und eingemauert. Möge ein guter Stern über dem Unternehmen walten, für den jetzigen Inhaber und seinen Nachfolger. Mümliswil, den 20. November 1915, Otto Walter Obrecht, Urgroßsohn des Gründers Urs Josef Walter.